Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, die Bahnhöfe auszubauen. Und jetzt können wir uns gleich mal anschauen, wie gut dieser Bahnhof jetzt passt. Oh, schaut euch das an. Ein Traum. Viel zu groß sogar. Viel zu groß. Aber so wollen wir das ja auch, ne? So wollen wir das. Wir sind auch schon wieder auf einem guten Weg mit 9 Millionen plus und bauen jetzt noch den letzten Bahnhof aus, der hier ganz am Ende steht, weil das ist ein Kopfbahnhof und der muss natürlich als letztes ausgebaut werden. Wir reißen mal alles schön ab. So. Hier müssen wir natürlich anders vorgehen, weil hier fehlen natürlich dementsprechend die andere Richtung, in der du anbauen kannst. Bedeutet, wir tun hier mal noch 1, 2, 3. Ich darf nicht weiter verwandeln, was? Ist das die maximale Größe oder ist das, weil da keine Plattform mehr ist? Hä? Wieso darf ich... Leute, ich brauche hier noch Gleise. Oder muss da hier ein Gebäude sein, das überwachen wir? Hier darf ich zum Beispiel anbauen. Was ja mal absolut keinen Sinn ergibt. Passagiergebäude. So, hier gibt es so einen kleinen Anschlussbereich. So. Dann kann ich doch sicher jetzt nochmal erweitern, oder? Komm schon. Och Mann. Ist das die maximale Größe, die ein Bahnhof haben kann? Ich weiß es nicht. Komisch. Ja, dann brauchen wir das Gebäude auch nicht. Dann können wir das abreißen. Jetzt sind wir auch richtig assi wieder. Wir bauen nur bis... hier in Stufen. Und alles andere kriegt dann Überdachung. Einfach, weil wir es können. So. Dann Gleise. Dementsprechend. Also ich habe jetzt gehofft, dass ich so richtig assi schön bauen kann. So riesengroßen Bahnhof. Denied. Totally denied. So, perfekt. Dann hier dementsprechend die Signale wieder anbringen. Perfekt. Und dann können wir uns zuschauen, wie jetzt der letzte Zug hier, oder der nächste Zug hier einfährt und den riesen Bahnhof nutzt. Hier warten 5 Personen. Ui. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir wollten. Schauen wir mal. Und rein geht's. Bremsen bitte. Ja, der ist groß genug, der Bahnhof. Wie positiv bist denn du finanziell? Oh. Die treiben uns noch am Ende ins Ruin. Okay, wir hatten in letzter Zeit auch einige Probleme an den Bahnhöfen, wenn wir sie so sehen. Wie schaut es mit dem aus? Das ist ein anderer Zug jetzt, ne? Finanzenmäßig? Okay. Ich würde den finanziell unattraktivsten hier ins Depot zum Verkaufen schicken. 18 Millionen hat er uns plus gekriegt. Die können wir für andere schöne Projekte verwenden. Wie zum Beispiel den nächsten Übergang hier, Tübingen. Per Zug anschließen, an Refem vielleicht sogar. Dann machen wir hier nicht so einen kleinen Bahnhof noch, der hier rangeht und dann fährt von hier aus Refem nach Tübingen. Dann können die von daher anschließen. Ist doch auch eine nette Straße. Brauchen wir nur einen simplen Zug. Torblitzseite und an der anderen Seite vielleicht noch ran. Oder fällt auch von der Seite hin. Obwohl, da brauchen wir dann eher schon einen größeren Zug. Die würde ich dann eher sogar nach unten, nach Siegburg verbinden. Aber dann haben wir die Seite eigentlich schon fertig verbunden mit allem, ne? Oh, eine Diesellok. Oh, eine Diesellok. Hier unten die Stadt. Oh, what? Hier warten 40 Leute auf Abholung. Leute, ich glaube, wir können hier sogar noch mehr hinzufügen, ne? Also, hier müssen wir drunter. Wo ist denn hier Flughafen Fürstenau? Erstens, ihr seid so lukrativ, dass wir euch gleich mal upgraden. Ihr könnt gleich 14 Personen auf einen Schlag transportieren. Hier gibt es gleich ein Upgrade für euch. Und die sollten auch dementsprechend ein bisschen schneller sein. Und mehr Leute anbringen. Also warten trotzdem so viele, dass ich jetzt vorschlage, dass wir im Flughafen Fürstenau noch ein Auto dazu bringen.
dass direkt mal in Action springt. Man schaut jetzt an, wie viele Leute hier warten. Das ist ja Wahnsinn. Alle wollen mit dem Zug fahren, mit dem Flugzeug fliegen. Das ist echt cool. Also ich bin erstaunt, wie viele fliegen wollen. Brutal. Die Stadt floriert, die hat fast keine Fahrzeuge eigentlich zum Fahren. Hier warten natürlich dementsprechend dann wieder Leute. Aber mit den neuen Bussen, die jetzt kommen. Wir sollten vielleicht die Flughäfen dann bald sogar upgraden, weil das funktioniert echt gut. Schau dir das an. Die nächsten Leute bitte. Wir können das zu lange Stück auch abreißen, weil dann brauchen wir nicht hier auf eine Ecke warten, sondern fahren einfach um die Ecke. Wie viele Leute? Gebt euch das, das sind einfach so viele Leute. Alle wollen fliegen. Wir werden jetzt den ersten Test auch starten. Und zwar in München, die Stadt auf Elektro umzustellen. Bedeutet, die Busse werden jetzt abgeschafft. München, Busse, adieu. Alle bitte weg. Haben wir jetzt alle Busse weg? Unterwegs ins Depot, okay. Jetzt kommt nochmal der Lok. Alter, was geht denn hier ab jedes Mal? Ich denke mir nämlich, dass die Straßenbahnen viel effizienter sind. Und halt auch um einiges leiser. Das sollte die Lautstärke in der Stadt verringern und somit die Zufriedenheit der Personen auch gewährleisten. Und dadurch, dass die Stadt ja immer weiter wächst, sollte das auch gut funktionieren. Wir tun die Linien dementsprechend auch löschen direkt, weil ich brauche nicht unbedingt so viele Linien. München Bus 1 wird entfernt, genauso wie Bus. Also hier die Busbahnen sind jetzt entfernt. Noch Überbleibsel aus alter Zeit. Und die Leute lieben auf jeden Fall Tramfahren. Das ist gut. Und die haben jetzt ja auch nicht unbedingt so weit zu gehen jedes Mal. Die Tram gibt es um jede zweite Ecke. Klar, geht besser, aber was willst du denn? Wir müssen jetzt checken, wie gut das läuft. Weil es sind ja riesen S-Bahnen, die hier rumfahren eigentlich, ne? Wenn wir sie anschauen, die hat 45 Plätze frei. Also das sollte jetzt nicht zur großen Problematik führen. Wenn ich mir das so anschaue. Die Leute, die wohin wollen, kommen auf der einen Seite an, auf der anderen Seite gehen sie wieder runter. Da kommt der nächste. Wie viele sind denn hier? 21 warten hier auf die... Da ist er schon. Zack. Voll, fast. Und fährt jetzt runter in die Stadt. Holt vielleicht hier noch ein, zwei Leutchen ab, die doch aussteigen wollen. Machen dementsprechend Profit. Und ich hoffe, dass sie dadurch profitabler werden. Dass sie mehr Leute mitnehmen, ne? So wie hoffentlich unser Zug auch dementsprechend profitabler wird. Sollte dieselbe Funktion hier ankommen. Aber es kann jetzt natürlich eine Zeit dauern, bis es wirklich so, sagen wir mal, in the making kommt. Wie schaut es mit dem Zug aus? Der ist schon positiv wieder. Perfekt. Finanzen schauen... Oh, die schauen schön aus. So wollen wir das. Alter, der Flughafen wird belagert. So, während hier kein Fahrzeug ist, gönnen wir uns diese Sekunde und reißen den hier an. Wir nutzen die Zeit, um den Flughafen um einiges zu vergrößern, wie wir hier schon geplant hatten. Alter, ist das Ding riesig. Welcome to International Airport, Alter. Das ist mal ein Flughafen, du.
Sind das jetzt Cargo-Teile? Ich hatte nach Cargo-Flughafen aus irgendwie. Schauen wir mal, Gebäude. Güterterminal. Ja, davon brauchen wir jetzt das erste noch keinen. Ich hätte gerne zwei Passagierterminals hier stehen. Und dann können wir ein Güterterminal schon mal hinstellen. Für den zukünftigen Transport. Sollte sich doch schon gelöst haben, oder? Ah, wahrscheinlich muss ich hier wieder die Flugbahn einstellen. Wo ist denn hier Flug? Flughafen, nee. Wo ist denn das jetzt wieder? Flug Siegburg, hier. Auf eins können sie natürlich nicht runtergehen. Dann füge ich jetzt nochmal hier Siegburg hinzu. Ändere die Position auf 1, so. Das sollte das Problem dann gelöst haben. Wenn hier alle abgehoben haben, nutzen wir die Sekunde der Stille und reißen hier auch den Flughafen ab. Wir brauchen hier dementsprechend den Passagierflughafen. So. Jetzt schauen wir noch mal kurz, wo sie hinfliegen. Perfekt, dann kann ich den einen abreißen hier. Nein, 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 nicht so. Wir setzen hier dieses eine Güterterminal ein. Es soll ja nur so schon bereit sein, dass wir jederzeit auch gute Sachen fahren können. Das braucht es jetzt aber. Der Flughafen braucht aber nicht unbedingt jetzt hier einen Hangar. Mein Plan ist eher, die alten Flugzeuge auszumustern und einen neuen Stern am Himmel fliegen zu lassen. Und zwar die... Oh, wie viele Passagiere können die halten? Ah, okay, das ist die... Das hier ist ein Güterfahrzeugflugzeug und das ist ein Passagierflugzeug. Ich würde sagen, wir introducen das auf die Flugbahn, oder? Ready für Flug Siegburg? Hallöchen! Willkommen am Flughafen! Ich glaube, die Personen sind noch ein bisschen verwirrt über den neuen Flughafen jetzt. Alter, das ist ein fettes Ding. Schaut euch das an! Are you ready for liftoff? Okay, die zwei sind gerade ein bisschen uninteressant. Zack. Ah, den Flughafen können wir natürlich auch die neuen Fahrzeuge schon zuweisen. Und dadurch, dass es Flughafen Siegburg ist, werden die nicht nur ersetzt gegen die neuen geilen, sondern auch dupliziert. Weil ich denke, nach meiner Meinung nach, dass gar nicht so wenige zum Flughafen wollen. Ich glaube, die Leute haben noch nicht so ganz gecheckt, dass der neue Flughafen da ist. Meiner Meinung nach. Hier warten gerade mal 5 Leute gerade. What? Hier warten auch nicht mehr so viele wieder vor. What? Oder vielleicht liegt es daran, dass sie einfach die Gebäude ausgetauscht haben und dementsprechend halt das als alles wieder dauert, bis es anläuft, gescheit, ne? Vermute mal, dass das da dran liegt irgendwie. Keine Ahnung. Es könnte sein, dass wir am Anfang ein bisschen Minus machen hier. Bedeutet, wir sollten halt schauen, dass wir dementsprechend bald einen Transport nach hier unten bringen. Und zwar eine von diesen zwei Sachen. Unten anbauen und per Flugzeug rüberfliegen. Das ist eine ganz interessante Sache. Haben wir in der Nähe was?
Hier kriegen wir das raus auf jeden Fall. Aus Ölsand. Das ist eine Ölsandfabrik, okay. Auch interessant. Da kann ich Öl verarbeiten. Weil wenn ich in Landburg einen kleinen Flugzeug baue, Flughafen baue, kann ich das von hier rein theoretisch auch transportieren. Dafür muss nur in der Nähe Öl sein, rein theoretisch. Lass mich raten, Öl ist bei dir in der Nähe? Na, noch Öl in Barrels, das bringt mir nichts. Zug von hier nach da, zurück zum Flughafen. Vom Flughafen per Transporter direkt hier zurück. Hier rein, per Flugzeug und vom Flugzeug zurück. Das wäre eine Idee. Das wäre eine wagemutige Idee, da müssten wir eine halbe Luftbrücke bauen, ne? Leute, checkt ihr wieder mal, dass endlich der Flughafen da ist. Ihr sollt eine florierende Stadt werden. Dann bauen wir jetzt mal an der Idee. Bauen wir da dran. Gebäude. Bahnhof Güter. Oberleitungen, ja. So, okay. Wo ist die Ölraffinerie gewesen? Öl hier. Wir tun jetzt so schnell wie möglich alles anschließen. Und ready machen vor Abflug. Weil es perfektionieren können wir jederzeit. Ah, schade, da haben wir schon eine neue Lok dann für die Strecke. Straße, 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 Straße. So. Zug. Okay. Schienen. Gleis. Mir scheißegal, wie viel es kostet. Es ist Öl, was wir transportieren. Warum zur Hölle willst du dann Tunnel beginnen? Holy shit. Komm, wir sind... Fucking shit, dafür kommen wir von so weit oben. Willst du mir gerade erklären, dass ich so ein riesen Ding gebaut habe und es bringt sich nichts? Alter, what? Alter, geh mal mit den blöden Bäumen weg. Ich will die Schiene abreißen. Kann ich das irgendwie auf so einem Direct Approach, dass ich sage, okay, ich will von hier nach da. Okay, das passt doch, das schaut gut aus. Müssen halt irgendwie so weit hoch, ne? So, okay. Sind halt jetzt teure Schienen, mir scheißegal, ehrlich gesagt. Hauptsache, es funktioniert einigermaßen so. Front angeschlossen, perfekt. Das machen wir jetzt wie die Amerikaner, einfach durch die Gegend ziehen. So, okay, dann kommt hier der Bahnhof. Alter, es leckt teilweise. Wenn du so weit draußen natürlich arbeitest, leckt es ganz schön teilweise. Wo will jetzt einen Tunnel bauen? Okay, ja, ist in Ordnung. Solange das und das jetzt einigermaßen an eine Stelle kommen.
Perfekt. Schiene steht. Und die passenden Züge kommen auch. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch für Ideen hättet, was wir machen können. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.